Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Und warum war das gerade so tausendfach? Was passiert hier gerade? Okay. Die sind ja auch gerade ein bisschen zügig unterwegs gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich meine, das ist schon okay, aber ich weiß nicht. Weiß ich wirklich nicht. Was ist denn mit den Akkus hier? Das ist kritische Infrastruktur. So. Also, habe ich überhaupt schon gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars? Falls ja, sorry für doppelt sagen. Falls nein, da war's. Oh Mann, so dumm. Gut. Ich sehe schon, unser Fusionsreaktor ist mal wieder kaputt. Und mal wieder ist kein Reparatur. Material da. We have a power shortage. Nice. Zwei Kuppeln ohne Strom. Hier ist aber... die ist noch im Bau. Ich wollte gerade sagen. So. Ist die jetzt schon fertig oder was? Aber da fehlen dann doch noch so 2.000, 3.000 Polymere. Ja. Aber Beton ist schon voll. Metall folgt. Oh, und hier war gerade ein Blitz im Hintergrund. Ich hoffe mal. Also es scheint ein Gewitter draußen auszubrechen. Ich hoffe mal, dass es keinen Stromausfall gibt und die Aufnahme abschmiert. Das ist ja ziemlich blöd. Okay, jetzt war der Donner. Das dürfte noch relativ weit weg sein. Ja, wir haben Strom. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Okay, der hat Essen geklaut. Ihr wisst ja, da habe ich nichts gegen. Hier habe ich ein bisschen Schiss. Hier klauen die Leute gerne mal davon. Eher so langsam und das ohne extra Schichten. Ja, ja. Ich habe nur Angst, dass das hier leer ist. Das könnte passieren. Wobei hier auf diesem Landepad generell scheinbar Export verboten ist, was ich gut... Ist auf diesem Landepad verboten. Okay, gut, da ist jetzt eh schon 39 drin, das ist jetzt auch egal. Und da ist auch schon 27 drin. Alter Schwede. Okay, flieg weg. Startsequenz abbrechen. Ist es, weil da jetzt Ressourcen drin waren? Ja, komm, schick die weg, ich meine. Sektor scanned. Ein bisschen Cash. Schade dir auch nicht. Und es ist bei dem hier. Der hat noch Nahrung gelagert. Ja, die könnte man mal ausleeren. Das wäre eine schöne Sache. Das wäre sogar eine sehr schöne Sache. Die Sonne ist okay soweit. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt genug Zeug, um endlich mal eine Drohnenfabrik zu bauen. Oder mal wieder eine Drohnenfabrik zu bauen, müsste man eigentlich schon sagen. Und zwar da so. Da ist, glaube ich, ganz gut. Und dann legen wir da einfach ein Stromkabel hin und alle sind glücklich. So. Das wäre jetzt so der Plan. Sektor scanned. Select a sector to scan. Okay, also wir haben ganz viel gescannt. Tiefenscannen. Okay, da hinten wäre halt Metall tief im Boden. Oh, es wäre auch gut, wenn hier irgendwo was wäre, ne? Weil hier haben wir schon Leute. Okay. Gut. Wie geht's denn den Rover? Was stehen denn hier noch? Ach so, die Rakete habe ich jetzt nicht weggeschossen. Ach so, die hat der noch. Da ist er noch. Und hier, da ist auch noch Nahrung drin. Ne, erstmal müssen die ausleeren. Dieser Rover hier, der hat Metall geladen. Entladen da rein, bitte. So, der könnte nämlich mal wieder ein bisschen Metall sammeln. Und zwar... Ja, hier so. Und du bist relativ voll. Aber du kannst auch noch ein bisschen was sammeln. Damit sich der Rückweg auch lohnt. Optimalerweise hätten wir jetzt hier auch noch einen Tunnel, ne? Wie teuer war so ein Tunnel? Das sollten wir mal schauen.
Ein Tunnel. Ein Tunnel, Tunnel, Tunnel. Oh, Hande. Eine Sector Plattform. scanned. Das ist eine Mod, die total überflüssig ist, weil es mittlerweile ja vom Haus aus eine gibt. Wo ist denn der Tunnel gewesen? Nee. Bin ich so blind? Da. 80, 20. Boah, das ist schon teuer. Das ist schon teuer. Funding received. Da könnte ich hier theoretisch das so rüberbauen. Ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt gleich, aber Sector scanned. wir behalten das mal im Auge. Was sagt denn die Forschung? Was erforschen wir gerade? Ah, Metallextraktion aus der Tiefe. Und was können wir Neues? Ah, das ist die neue Technik, die wir haben. Wunder, ein neues Wunder. Weltraumlift. Exportiert Edelmetalle zur Erde und ermöglicht den Kauf von Versorgungsmaterialien und Fertigbauten zu günstigeren Preisen. Günstigere Preise. Ja, hier auch neu. Groß angelegte Ausgrabung. Wunder, der Ausgräber. Wandelt die Erde auf dem Mars direkt in Beton um und benötigt daher kein Vorkommen. Okay. Oh, ist beides toll. Aber die Frage ist, ob es nicht was Sinnvolleres gibt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns hier nicht verkünsteln im anderen Zeug. Schulen fördern Eigenschaft für Workaholic und Tippy, das ist ganz gut. Lizenzierung, bisschen Cash brauchen wir gerade nicht. Fabrikverstärkung brauchen wir auch nicht unbedingt. Wohnen innerhalb von Standardkuppeln bietet zusätzlichen Komfort. Ich weiß nicht. Kolonisten. Oh, das ist gut. Farmen erhöhen den Komfort aller Wohnräume innerhalb der Kuppel. Ja, okay, das ist okay. Ja, cool, dann haben wir wieder ein paar Forschungsprojekte am Laufen. Sehr gut. Und wie geht's euch beiden? Schon ausgeladen? Nö, alles klar. Wie geht's unserem Wunder? Beton sieht gut aus, Metall mittelmäßig poliert. Es ist ja echt blöd. Der und der brauchen exakt das gleiche. Wie viel Polymere kriege ich denn für die Kohle, die ich habe? Ich meine, ich habe jetzt wirklich viel verkauft. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen einkaufen, oder? So, was kriege ich denn so? 80 für 1 Milliarde. Ja, komm, wir bestellen uns mal 80 Polymere. Wir haben jetzt vorhin für 1 Milliarde so exportiert. Jetzt können wir auch mal wieder für 1 Milliarde, ne? Insgesamt haben wir für 4,7 Milliarden exportiert. Das ist gut. Edelmetallpreis 25. Warum steht da Edelmetallpreis 25? Kann es sein, dass die Edelmetalle später mehr wert werden? Oder weniger? Oder vielleicht nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich? Ich kann natürlich die mit 80 jetzt landen und dann die hier holen und dann umladen und dann würde ich die 80 einfach so wegschmeißen. Das ist eine hervorragende Idee, oder? Sector scanned. Das brauchen wir hier gerade nicht, aber danke für die Idee. Ja, 80, das reicht halt, um das hier eigentlich fertig zu machen. Dann geben wir dem mal eine höhere Priorität. Das ist nämlich auch wichtiger. Wie geht's in der neuen Anlage hier? Die produziert Treibstoff und das wird hier rüber. Oh, wow. Holy. Okay, das kann schlecht sein, weil. Okay, der ist noch gut besetzt. Okay, hier haben wir jetzt ein paar gekündigt und arbeiten mit dem anderen, glaube ich. Hauptsache, das ist noch besetzt. Das ist mir wichtig. Und da habe ich sogar gesagt, es darf theoretisch jeder, aber. Okay, ich glaube, die neue KI. Also ich habe jetzt nochmal eine neue KI aktiviert. Ich glaube, das habe ich letzte oder vorletzte Woche erzählt. Die funktioniert jetzt besser. Weil hier arbeiten jetzt, obwohl ich es nicht so eingestellt habe, wirklich nur gebildete Leute. Und wir haben jetzt auch schon 94 Ingenieursabsolventen. Das ist auch sehr gut. Wie sieht es mit Forschern aus? Sieht eigentlich okay aus. Und hier? Ja, hier eher nicht so. Und Offiziere auch nicht so. Ah. Ja, das Sector finde ich nicht scanned. gut. Anomaly found. 42. Dann noch 5 Platz.
dann noch 10 Platz. Also insgesamt haben wir für 15 Platz. Und dann noch eine Menge Platz. Okay. Dann könnten wir uns theoretisch nochmal eine Rakete holen, oder? Hier ist eh alles leer, also tschüss. Ah ja, und hier sind dann noch mal, ist dann eh nochmal ein bisschen Cash, von dem her sieht ganz gut aus. Wird das hier eigentlich mal ausgeladen? Eher weniger, okay. Das hier ist auch noch nicht fertig, wegen Metall, okay. Ah ja, apropos Metall. Rover. Rover. Ernsthaft. Transport. Nee, aber es ist eine Transportroute. Ich habe in den Kommentaren gelesen, ich kann eine Route. Die ausgewählte Ressource wird um ihren Ursprungsort herum abgebaut und zum Ziel gebracht. Achso, Moment mal. Wenn ich jetzt sage, hier gibt es eine Menge Metall. Ressourcen. Ne, entladen erstmal. Okay. Ressourcen entladen. Da. Metalle. Ne, hä? Transportroute erstellen. Ressource einladen. Ja, das möchte ich hier so machen. Wo war das Metall jetzt? Hä? Breakthrough discovered. Irgendwo war hier doch eine Menge. Hier ist Metall. Hier einladen. Metalle. Und jetzt entladen. Okay. Und entladen dann hier. Aber ich kann hier quasi nicht sagen, wie er fahren soll. Schaut euch an, wie dämlich der ist. Es hilft alles nichts. Ich muss den per Hand schicken, weil er einfach zu dämlich ist. Sektor scanned. Es ist so unfassbar. Gut, hier ist auch Metall. Soll er das holen? Entladen. Beziehungsweise, er muss gar nicht mal entladen. Er kann eigentlich direkt hier zur Baustelle fahren. Die brauchen nämlich. Oh. Okay, das ist ziemlich gut. Metallextraktion aus der Tiefe. Und wir haben neue Forschung freigeschaltet. Genselekt. Oh, wir haben zwei neue Forschungen. Ewige Fusion. Upgrade für Fusionsreaktoren. Fusionsreaktoren brauchen keine Arbeiter mehr. Und erbringen 150 Leistung. Ist ein Upgrade. Ich kann sie erforschen und dann einbauen, wenn ich es haben möchte oder nicht. Aber das ist gut. Also wir produziert dann zwar nur noch 150, aber er braucht keine Arbeiter mehr. Aber trotzdem Wartung. Verdoppelt die Chance, dass Kolonisten eine seltene eigene... Oh. Schön. So viele schöne Projekte. Oh, und unser Zeug hier ist auch da. Das ist schön. Mindestens genauso schön. Das Essen hier ist ausgeladen. Das ist auch schön. Oh, so viele schöne Sachen gerade. Das kann nur schlecht werden. Also, das wird ganz furchtbar. Ich weiß es einfach. Es läuft gerade zu gut. Und ihr kennt dieses Spiel. Sektor scanned. Ihr kennt dieses Spiel. Es ist nicht gut. Eine Anomalie. Ich kann gleich mal einen Forschungsrover herfahren. Das ist interessant, dass wir hier noch so das ein oder andere finden. Tiefliegendes. Oh, da ist auch noch tiefliegendes Metall.
Aber das hier hat sehr hohe Qualität. Wenn wir können halt hier keinen Metallextraktor hinbauen, weil wir zu weit von der Kuppel entfernt sind. Wir müssten dementsprechend hier noch eine Standardkuppel hinbauen. Das könnten wir aber machen, oder? Ich meine, wir können ihn ja sowohl hier erweitern als auch drüben. Ja, tiefliegendes Wasser, 85.000. So ein Wasserextraktor kann ich ja bauen. Der braucht ja keine Menschen, ne? Wasserextraktor. 6 Beton und 2 Maschinenteile, das ist ja süß. Bauen wir doch mal 2 Wasserextraktoren hierher. Das hier zählt noch als das Vorkommen, ne? Ja, machen wir es mal so und so. Anomaly Hier soll er erstmal bauen. Aber hier können wir auf jeden Fall 85.000 Wasser extrahieren. Das ist ganz gut. Wir haben zwar momentan noch einen Überschuss, aber riskieren wir mal nichts. Und von. Wie machen wir das mit dem Tunnel? Durchgang. Aber wir können ja hier keine Kreuzungen oder sowas machen. Blockierende Objekte. Okay. Das hier wäre zu weit, ne? Ist das überhaupt vielleicht Funding zu received. weit? Jetzt rein theoretisch mal von hier irgendwie weg. Nach da. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Machen wir nochmal weg. Standardkuppel. Es reicht ja, wenn das hier gerade noch so im Rahmen ist. Dann sind wir aber näher hier dran. Ich habe nämlich Angst, dass das mit dem Tunnel nicht reicht. So, und dann Metallextraktor. Metallextraktor. Extrahieren unter Schwarkungen, ja. Das ist auch ganz gut. Den bauen wir dann nicht hier so hin. Über das Vorkommen drüber. Da ist ja relativ viel drin. Boah, hier hinten ist echt auch Großbaustelle, ne? Hier ist echt auch Großbaustelle. Wie läuft's denn hier? Der ist leer, weil das ganze Metall jetzt hier auf der Baustelle ist. Okay, das ist in Ordnung. Du fahr erstmal hier hin. Und du hast 19 eingesammelt. Hier kannst du noch. Was macht eigentlich der Metallextraktor hier unten? Oha, hier ist eine Menge Schotter. Da sollten wir vielleicht noch ein Lager bauen. Um den Schotter zu entsorgen. Und hier sind nur noch 141 und auch nicht, ja gut, aber hier arbeiten schon einige Geologen, das ist schon okay. Hier arbeiten die Ingenieure, die extra Schichten machen, aber das stört die hier scheinbar nicht so krass. Ja, wir haben nur einen Kopf, aber ein paar Ärzte sind da zumindest. Und denen geht es ja hier in den Häusern erstaunlich gut. Also denen geht es hier unten echt ganz gut. Soweit ich das beurteilen kann. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen um die. Sobald das hier aufgebraucht ist, schicken wir die dann hier in eine Mine. Wir können die ja schon mal bauen, damit wir die dann nur noch aktivieren müssen. Überdeckt das Vorkommen. Ihr sollt's doch. Oder das hier, das ist mir egal. 20 Metall und 5 Maschinenteile. Ja gut, davon sollten wir hier bisschen was da haben, vor allem von Maschinenteilen, aber auch Metall. Ja.
Wir müssen es halt dann nur gleich ausschalten, aber das kriegen wir alles irgendwie hin. Das kriegen wir alles irgendwie hin. So. Wie sieht es denn aus mit der Produktion hier? Wow, wow. So viele Ingenieure. 9,4 pro Sol. Sag mal, wie sind die? Die sind alle sehr, sehr motiviert, ne? Ja, die sind alle sehr motiviert. Das gefällt mir. Da können wir doch mal ein paar Überstunden schieben, ne? Vor allem so, weißt du, hast du eh schon Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr und dann kommt der Chef so, ja, du kannst jetzt heute noch ein paar Überstunden machen. Das passt, ne? Da denkst du wahrscheinlich auch nur so, das passt, schon klar, es passt gleich in deinem Gesicht, Junge. Nein. Aber da wäre ich schon ein bisschen angefressen. Aber ich hoffe, meine Siedler verzeihen mir das, weil es ist ja hier eine Notsituation quasi. Es ist ja, oder, nee, nicht eine Notsituation, es ist eine Ausnahmesituation. Wir sind hier auf dem Mars, ne? Hier muss halt jeder seinen Teil zur Gemeinschaft beitragen. Und warum liegt hier Müll rum? Oh shit, okay. Wir brauchen hier mal ein paar richtige Müllhaufen. Ein paar Mülldeponien einfach nur. Weil sonst liegt das Zeug hier überall irgendwann. Mülldeponie? Ach, blockierende Objekte. Dann machen wir noch eine dahin und noch eine dahin und dann haben wir hier eine riesige Mülldeponie. Und dann können die den ganzen Schrott mal dahin legen. Jetzt haben die doch hier eine Mülldeponie hingemacht. Nein, hier will ich jetzt keine mehr. Resources are low. Jetzt legen sie es ausgerechnet dahin. Ne? Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann es abpressen, es ist weg. Nee, das wäre zu einfach. Resources are low. Ja, ist okay. Okay, hier haben wir das erste Ding fertig, das ist schön. Das heißt, die kriegen jetzt mal eine Stromversorgung. Und zwar schließen wir den Strom mal hier so an. Da ist dann das Kraftwerk hier später auch direkt angeschlossen, was ganz praktisch ist. Und das Wasser. Ich meine, er braucht ja auch Wasser. Dann haben wir das Wasser auch schon mal angeschlossen. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Following Reed Goddenberry's death. Was? All of his former partners from Der Traum ist tot. Na, haben sich seine ehemaligen Partner aus dem Projekt zurückgezogen. Wir haben es nicht geschafft, sie ohne den vereinigenden Effekt, den er... werden hier einfach verschwinden. Viele werden verkauft und von verschiedenen Unternehmen auf der Erde fertiggestellt. Persönliche Zwecke. Letzten Endes wird man sich an ihn als alten, exzentrischen Militär erinnern, der Menschheit zuliebe versuchte, gegen den Strom zu schwimmen, doch im Grunde untermauert er damit nur die Profitgier riesiger Konzerne, die kein Interesse an einer idealistischen Zukunft haben. Ach, weil wir die Polymere nicht abgegeben haben. Ja, also, es tut mir wirklich leid, dass wir die komplette Existenz oder dass wir sein komplettes Lebenswerk gerade zerstört haben. Das tut mir wirklich leid, aber wir konnten es uns halt nicht leisten. Und wenn ich entscheiden muss, sterben mir meine Leute hier weg oder unterstütze ich irgendein Projekt, dann muss ich natürlich erstmal an meine Leute denken, ne? Weil alles andere wäre dumm. Weil wenn die hier alle sterben, dann hat auch keiner was von. Ah, okay, jetzt ist die Mission auch weg. Dann hat da auch keiner was von. Gut, wir brauchen wieder Metall. Wer hätte das nur jemals für möglich gehalten? Der wird dahin. Und dann haben wir hier noch einen. Du könntest Metall... Ja, hier unten. Hier liegt so viel Metall rum, ne? 48, Alter.
So, sobald er voll ist, schicken wir ihn gleich hoch zur Großbaustelle. Und dann kann er da mal ein bisschen Metall hinbringen. Und zwar genau dahin. Wie geht's hier unten voran? Hier fehlen noch 7 Metall. Okay, aber die baut er der hier ab. Von dem her ist das ganz in Ordnung soweit. Das sind noch 115 in der Erde. Und wir haben 21 Gebäude, die nicht funktionieren. Wieso? Metallmangel. Okay. Gibt es eigentlich irgendeine Forschung, die das verbessert? Nee, haben wir eigentlich schon, ne? Okay, wir können auch gerade nichts mehr in die Warteschlange hinzufügen. Wir haben hier nur... Nee, hier. Extraktoren-Upgrade. Plus 30% Produktion, solange das Gebäude mit Treibstoff versorgt wird. Wir sollten fossile Brennstoffe nicht nur verbrauchen, sondern sie dafür einsetzen, nukleare Wasser- und erneuerbare Energiequellen weiterzuentwickeln. Ja, das ist soweit richtig. Aber ist das jetzt für die verbrauchen dann die normalen Extraktoren auch Treibstoff oder wie oder was? Ich habe keine Ahnung. Boah. Das ist richtig gut. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Frachtkapazität wird um 3 erhöht. Boah, das ist richtig gut. Das wird das nächste. So. Also ich denke mal, hier geht es dann dadurch. Hier haben wir wieder zu wenig Menschen. So. Gut, dann bestellen wir halt nochmal eine Runde. Nachschub. Passagierrakete. 31 Bewerber. Optimal. Kommt alle vorbei. Hier ist alles wunderschön. Ich verspreche euch das nicht. So. Okay, der bekommt hier auch einiges geliefert. Das ist ganz gut. Wie geht's denn dem Projekt hier hinten? Der Riesenkuppel. Ein bisschen Metall fehlt noch. Aber das kriegen wir mit der nächsten Lieferung vom Rover eigentlich hin. Und Polymere ist auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Dieser Rover hier. Extrahier mal das Metall da. Das glaube ich ganz gut. Resources are low. Ja, Resources low, Polymere. Alles okay, alles okay. Die produzieren hier, die sind ja voll besetzt. Produzieren rund um die Uhr. Was wollt ihr eigentlich? Das hier ist auch voll. Ich fordere schon mal eine Reparatur an. Ich habe da so ein Gefühl. Okay, das hier funktioniert auch erstaunlich gut. Wobei hier echt langsam ein bisschen zu wenig Leute sind. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut, dass jetzt gleich noch ein paar Leute kommen. Die können dann direkt sich hier wieder zum Ingenieur ausbilden lassen. Und alle, die keinen Studienplatz gekriegt haben, die können dann hier, hier und hier arbeiten. Genau. Das ist gut. In der Bar. Oh, da ist jetzt nicht so viel. Oh. Ja, wir brauchen ja auf jeden Fall ein paar Leute ohne Studienplatz. Es kann nicht jeder studieren und Wissenschaftler werden. Man braucht doch Leute, die das Zeug hier machen. Ja, wow. Ist euer Ernst? Wo ist der Rover? Warum ist er da? Was macht der da oben? Habe ich den da hingeschickt aus Versehen? Ich habe keine Ahnung. 45, sehr gut. Wenn ich den jetzt hierher schicke, sagen wir bitte, er fährt außen rum und versucht jetzt nicht hier runterzufahren. Ja. Der versucht jetzt nicht hier quer drüber zu fahren, ne? So dumm ist der nicht. Ne, der scheint nicht so dumm zu sein wie der andere. Schauen wir mal.
Okay, die Wasserextraktoren, aber... Alter. Wieso haben wir plötzlich minus 5 Oxygen? Das gefällt mir nicht. Was braucht das hier als 5 Polymere? Okay. Aktivieren wir das mal. Okay, neue Kolonisten, das ist schön, genau. Hier haben wir die ganzen Studienabbrecher, nein, Spaß. Hier sind halt Leute, die jetzt keinen Studienplatz gekriegt haben. Hier studiert jetzt eine ganze Menge. Oh, wir haben sogar direkt eine Abschlussklasse. Wir haben jetzt 110 Ingenieure. Das heißt, hier ist voll und hier sind jetzt auch wieder ein paar dazugekommen, ja. Das ist gut, das ist gut. Also langsam kriegen wir die Ingenieure hin. Ich glaube, es sind halt mehr Universitäten schlauer und noch öfter Leute bringen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen der richtige Weg sein, aber... Okay, dann haben wir Metall auch gleich ausreichend. Und dann schicke ich ihn hier rüber. 300, ne? 300 Metall. Boah. Ich gebe dem mal eine niedrigere Prio, damit hauptsächlich erstmal die Gebäude hier gebaut werden. Okay, ein Bandit hat 2 Steine gestohlen. Warum klaut er? Oh. Ist das wirklich nötig? Ist das wirklich Abtrünnige in der Kuppel 4 und hier ist einer alleine? Okay, das ist echt mies. Das ist richtig mies. Und hier sind 2... Oh, 2 Kilo. Oh. Boah, der ist abtrünnig sogar. Ja, genau. Genau. Ein abtrünniger Geologe arbeitet als Polizist. Das ist... Und der hier auch. Das ist richtig gut, ne? Also das ist echt... Alter. Oh, bitte. Sucht euch einen Job hier vorne. Da. Die freuen sich. Da sind nur noch 30. Ja. Oh, das ist fertig. Das heißt, wir schließen das mal. Und lassen die erstmal hier den Rest abbauen. 82 noch. So, der hier ist wahrscheinlich... Nee, der ist nicht leer. Krass. Der hier ist auch nicht leer. Aber die Kuppel hier ist voll versorgt. Okay. Das heißt... Oder wir entladen hier mal die Ressourcen, oder? Ja doch, wir brauchen hier ein bisschen Reparaturmaterial, um hier so die ein oder anderen Sachen zu warten, wie das hier oder das hier. Sonst kriegen wir da echt Probleme. Ja, wie die sich das Zeug direkt hier vom Rover runterholen, ja, ist unfassbar. Okay. Und jetzt fahren wir zurück und lad weiter. Oh Gott. Nee, lad weiter hier ein. Hier ist noch so viel. So, und du hast noch 15? Aber? Hä? Oh oh. Hier ist irgendwas broke. Irgendwas... Ach, wieso bin ich auf Pause? Hä? Okay, gut. Ich habe schon gedacht. Der wird jetzt beladen. Warum wird der nicht von dem beladen, was hier drin ist? Leute, hier. Metalldepot, okay. Entladen. Das wird mir sonst zu blöd. Und dann fährst du bitte auch hier runter und... baust dann das Vorkommen hier ab. So. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, hier nebenbei manuell abzubauen. Jetzt ist hier schon wieder der Export erlaubt. Ich fasse es nicht. Nee, das wird mir jetzt langsam zu knapp. Ladet die Rakete wieder aus. Das, nein, das finde ich nicht gut. Okay, die schicke ich jetzt weg mit Ressourcen, aber auch wirklich nur die... wir haben das nächste Wunder erforscht. Richtig gut. Moment. Shuttle-Tempo ist auch gut. Und das ist billiger. Okay, machen wir erstmal Shuttle-Tempo. Viel zu viel Zeug. Wunder.
Metalle, Edelmetalle, beheizt die Umgebung. Standardproduktion 50 Metalle und 20. Alter. Yo. Was könnte man hier herbauen vielleicht? Aber wenn, dann würde ich es eher hier hin machen, wenn wir hier eh eine Bergbau-Geschichte aufbauen wollen. Dann ist es viel sinnvoller, das Projekt da zu haben. Okay, da fehlen auch nur noch ein paar. Das heißt, in der nächsten Folge ist die Megakuppel fertig. Und das Zeug hier auch. Ja, cool. Und ja, wir sind jetzt eh schon bei über 35 Minuten wieder. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.